Ah, warte, dann geht's da lang nach Hause. Lauf! Ich hoffe, hier geht's nach Hause. Obwohl, das hier könnte unser Eichenwald sein. Ja, sehr schön. Lass dir alle die Birken gehen. Aua. Lauf. Komm, lade. Lade schneller. Was ist das denn? Ach, das ist unser Bild. Schnell hinein. So, schön. Er hat's geschafft. Ist aber sein Todesurteil. So, und gute Nacht. Oh, zu Hause. So, hätte ich noch was in meinem Fläschchen, würde ich ja jetzt gerne mal was trinken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stacks, das ist doch mal hervorragendst. Dann stopfen wir jetzt hier erstmal schön die Öfen voll. Und den Rest bringen wir nach unten. Jo. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal hier... Müssen wir natürlich nochmal fix hier bei unserer Mine unten vorbei. Um den Rest zu holen. So, nein, nicht die Knochen, die Enderperlen hätte ich hier gerne drin. Und hier die Schleimis. So, Kohle, 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 Mist, Kohle und Kohle. So, die 38, die behalten wir selbstverständlich. Dann zweimal Eisen. 2, 4. Wenn wir Glück haben, kommen wir auf 6 Stacks. Wenn wir Glück haben, wie gesagt. Die Sättel, die kommen dann nach hinten. Der kommt nach oben, der kommt nach unten. Kommt nach oben. Behalten wir. Jo. Dann ab nach unten. Dann gleich mal wieder die Öfen nach... Nein, stopp, zurück. Erst ein Buch verzaubern. Dann, Dingsen, ne? Weiß Bescheid. Auf jeden Fall krasse Hülle da unten. Geile Scheiße. Buch? Buch. Wie gesagt, erste Verzauberung. Ratzdifatz. Geht das los. Stärke. Mano. Naja. Egal. Stärke. Können wir auf den Bogen mit draufhauen. Oder auf ein Schwert. Aber Schwert haben wir, glaube ich, schon mit Stärke, oder? Nein, Schärfe und Rückstoß. Okay. Haben hier jetzt erstmal den Bogen abgelegt und die Spitzhacke abgelegt. Dann hier haben wir Effizienz. Federfall, Explo, Schuss, Stärke, Schutz, Stärke. Boah, Stärke 4 ist das sogar. Boah. Ja. Ja, wie gesagt, hier das Lager, das vielleicht mal ein bisschen umgestalten. Auf Farbe, beziehungsweise da dann so ein Allrounder draus machen und hier unten noch irgendwo ein Farblager mit einrichten. Sehen wir dann aber alles. So, jetzt erstmal hier den ganzen Kladderadatsch heraus. So, und jetzt habe ich keine Ahnung, wie lange ich schon wieder aufnehme. Auf jeden Fall, warte mal. Oh. Ah, das Sitzen wird langsam so ein bisschen unbequem. So, und 1, 2, 3, zack. So, 1, 2, 3, 4. Und dann hier noch. Dass wir da auch mal ein bisschen was haben. So, super. Was mache ich mit 2 Knöpfe? So. Knopf. Was sind das da? Knöpfe. Alter, wie viel? Na okay, die brauchen wir eh. Die brauchen wir eh. So, jetzt da. Weil hiervon brauchen wir ja auch noch jede Menge, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Wie schaut's denn jetzt hier eigentlich mit den Dingern aus? 2, 4. Schön. Achso, genau. Öfen nachfüllen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann geht das los. Hinein mit dir, du Porsche. Wirf den Boden zu Burschen. Wirf den Burschen zu Boden. Nein. Nachfüllen. So. Nein, nachfüllen. So, jetzt haben wir wieder Ordnung. Oben müssen wir noch ein bisschen was. Dann müssen wir hinten zu Schattenfell. Dass wir da auch noch mal fix die Sättel abladen. Also Sättel haben wir ja jede Menge. Ist schön. Ja, wuff. Und dann müssen wir mal fix noch nach unten eilen. Um das Zeug zu holen, was wir abgelegt haben.
So, und wenn wir das haben, glaube ich, mache ich mal fix eine Aufnahmepause, weil ich muss mir was Neues zu trinken holen. Ich habe nämlich hier so, so eine Socke im Mund drum geiern und tierischen Durst und nichts da. Also ich kann auch nicht mal schnell zwischendurch was trinken, weißt du? So, hallo Schattenfell. So, eine Leine mit Sattel. Jo, bist du noch angekettet? Jo, ein Feiner. Okay, steht noch da. Ja, irgendwann bekommst auch du mal Gesellschaft. Sofern Mojang es denn möchte. So, ich muss mal gucken. Vielleicht, dass ich dann... Jetzt mache ich ja dann fix die Aufnahmepause. Trink was und dann kann ich eigentlich noch mal ein bisschen aufnehmen. Da muss ich mal gucken, ob denn ein Pferd, also da erstelle ich mal fix eine neue Cheater-Welt, ob man denn mit einem Pferd durch den Nether kann. Das interessiert mich jetzt mal. So. Mit. Das da noch mit. Der Rest kann eigentlich da bleiben. Dann geht's für uns wieder hoch. So, war doch ein recht erfolgreicher Beutezug, auch wenn wir weder Gold noch Redstone, Lapis, Smaragde oder Diamanten haben. Haben wir doch einiges an Eisen und Kohle mitgenommen. So ist das auch vollkommen in Ordnung. Achso, was ich entdeckt habe, hier oben gibt es Schnee auf unserem Baum. Das ist ja gefährlich hier. Da wird einer von der Brücke gefällt und er säuft, weil er nicht schwimmen kann. Da bin ich dran schuld, weil ich es gebaut habe. So, ab nach unten. Nom 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 nom. Na? Nom 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 nom. Na also. Gut so, dann wieder Kohle. Geht doch so langsam mit unserem Vorrat. Wird doch. Halt, da will ich gar nicht hin, ich will dahin. 2, 4, 5. Ah, 5 Stacks. 5. Egal, 1, 2, 3. Die schmeißen wir oben rein zum Schmelzen. Den Rest lassen wir mal unten. Hat sich voll rentiert, unsere kleine Höhlentour. So, und zack. 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 Und wir mussten ja dann... Ach, scheiße. Ich habe eine Werkbank und Eisen dabei. Naja, egal. So, meine Freunde, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir haben ja diesmal unsere kleine Höhentour sicher und erfolgreich über die Bühne gebracht, sind nicht gestorben, hurra, hurra. Und ich würde sagen, jetzt in der nächsten Folge, da können wir dann wieder hinten ein klein wenig weitermachen an unserem Platz. Beziehungsweise könnten wir auch vielleicht eine kleine Lehmtour machen und vielleicht finden wir ja ein Pferd unterwegs. Oder wir machen an der U-Bahn weiter, das sehen wir dann alles. Ich entscheide dann spontan. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause und werde die Socke aus meinem Mund entfernen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüssi. Hallihallo, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Minecraft. Und wir haben ja jetzt hier unsere kleine Minentour vollendet und jetzt ist es dann langsam einmal an der Zeit, dass wir uns ein wenig neue Rüstung zusammenbasteln, so wie ich das sehe. So, das heißt, ein neuer Brustharnisch, eine neue Hose und ein paar Stiefelettens. So, dann tauschen wir das hier mal fix aus und bringen den Rest quasi nach unten. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, dann holen wir uns auch noch schnell einen Helm. So, und der Rest, der kommt dann unten in die Kiste. Das können wir ja bei Bedarf mal fix reparieren, wenn wir denn mal was brauchen sollten. Bis dahin machen wir uns halt einfach neu. So, Hose, Harnisch, Stiefel, Helm. Sehr gut. Gut, wir brauchen Spitzhacken, so wie es aussieht. Da langt das Eisen schon gar nicht mehr dafür. Das ist ja skandalös, das ist ja das. So, pass mal Obacht. Zack. Sticks haben wir noch. Schaufel haben wir noch. Schwert haben wir noch. Okay. Ja, was habe ich heute denn so alles vor? Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich habe nichts geplant. Das ist jetzt quasi auch die letzte Aufnahmesession für heute, sag ich mal. Und ja, am morgigen Tage wird auch nicht sehr viel mit aufnehmen sein, weil ich habe bis jetzt
ein bisschen was über 7 Stunden Videomaterial, was gerendert werden möchte, das dann auch hochgeladen werden muss und so weiter und so fort. Also da habe ich jede Menge zu tun und nebenbei wird dann hier natürlich ein bisschen gedingsbumst. Die Sonne geht gerade unter, wir haben das Bett noch unten in der Kiste, wir eiern nochmal zurück. Eieieiei, Stress ist das hier. So, seit der letzten Aufnahme sind auch schon wieder ein paar Stündchen vergangen und es gibt immer noch kein Opferfall. nee, Ofen will ich nicht. Ich würde gerne das Bett mitnehmen. Die Eimer, die müssen auch noch nach unten, verdammt. Und dann können wir eine Runde pennen gehen. So zur Abwechslung mal, ne? So, Eimer. So, pop. Alter, Eimer ohnesgleichen, ne? Da kannst du gucken. Ja, als erstes würde ich sagen, wir könnten hinten ja mal gucken. Beziehungsweise jetzt erstmal im Lager etwas prüfen. Wie sieht's denn hier aus mit Lapisblöcken? Da haben wir nicht allzu viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ist zwar fast unser kompletter Vorrat an Lapis draufgegangen, aber dafür haben wir dann einen ordentlichen Stack an Lapis. So, da müssen wir halt irgendwann mal eine Lapis-Tour machen. So richtig mit tief runter und suchen und so weiter. Zip, so. Denn der Mond geht auf. Gehen wir erstmal pennen. Gute Nacht. So und guten Morgen. Als allererstes gehen wir einmal nach hinten. Dort, wo einst unser wundervolles Feld in der reinsten Blüte stand. Und begutachten einmal ganz kurz das dort Geschehene. So, hier müssen wir ja noch ein klein wenig... Was willst du denn? Bam! 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 Okay, ich brenne hier schon mal gut. Ein klein wenig aufräumen und dann hätte ich hier gerne so etwas wie einen Brunnen hergebaut. Deshalb auch die blauen Lapisblöcke. Die hätte ich dann als Untergrund quasi sozusagen genommen. Für das Inlay des Brunnens, weil, wenn man guckt, die Blöcke, die erinnern doch ein bisschen so an Schwimmbad. Also mich persönlich zumindest. Oder an die Sims, erinnert es mich auch so ein klein wenig. Da habe ich mein Badezimmer immer in dem Style gebaut. Ja, und momentan, ja, ich bin ein bisschen geschlaucht, sag ich mal, weil wir haben jetzt schon wieder weit nach Mitternacht. Und ja, das ist jetzt quasi die letzte Zeit, die ich auch zu Hause mit verbringe. Werd dann quasi nochmal so für ein paar Tage zu meiner Familie nach Hause fahren. Also hier meine Eltern besuchen und so weiter. Und ja, den Freunden dann auch nochmal Adieu sagen. Weil dann sieht man sich ja doch über einen sehr, sehr langen Zeitraum erstmal nicht. Und wenn man dann wieder da ist, dann hat man erstmal sehr viel zu erzählen. Ich habe mir jetzt extra nochmal hier so eine Digitalkamera habe ich mir jetzt mal gekauft, die für unter Wasser auch geht und so. Ist nicht verkehrt und ich denke mal nicht, dass ich weiter als 18 Meter unter der Wasseroberfläche rumtreiben werde. Wenn ich überhaupt irgendwo Wasser zu Gesicht bekomme. Das wird sich dann ja sehen. Also ich meine außerhalb vom Hotel, so strandmeermäßig. Weiß ich ja nicht, ob es da irgendwie was in der Gegend gibt. Und wenn da Haie sind, dann habe ich da auch keinen Bock zu. Da habe ich so eine kleine Phobie. Wer hier schon seit längerem zuguckt, der weiß ja quasi, dass ich sowieso mit Gewässern, wo ich nicht bis zum Grund gucken kann, so das ein oder andere kleine Defizit habe. Durch Geschichten, die da mal vor langer, langer Zeit passiert sind. Und da komme ich auch nicht wirklich von weg. Und ja, ich sag mal so, in einem Schwimmbad, da ist es mir egal, ob das jetzt hier 5 oder 6 Meter tief ist. Da tauche ich auch gerne mal bis zum Grund und eier da ein bisschen rum und so weiter. Aber ja, in einem See oder sowas, wenn ich denn mal zufälligerweise reingehen sollte, bleibe ich doch sehr, sehr nah an der Oberfläche. Und im Meer, das ist ja noch ein bisschen anders. Da schwimmt ja Hinz und Kunz im Meer rum. Und ja, wenn dann hier Hummer Sepp und seine Abenteurer auf einmal auftauchen und anfangen, dir weh zu tun, dann ist das doof. Weil da hast du ja, also Gefahren im Meer gibt es ja mehr als genug. Je nach Gebiet, sag ich mal. Ich meine, wenn du jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, in Italien an irgendeiner schlappligen Sandküste liegst, ja, da hast du halt dann mal
Vielleicht ein Krebs, der dich mal ganz böse in die Zehe zwicken könnte, oder mal eine Qualle, die sich zwischen deinen Zehen verfängt.